Was geht dann, meine lieben Freunde, auf heute Game hier mit einem neuen bzw. dem nächsten Video zur Serie How to Scale Your Bro. Und zwar heute ist der Stürmer dran und dazu einfach mal meine perfekte Einstellung, meiner Meinung nach, was wirklich am besten läuft. Und ja, ihr seht, Statistik ist einfach sehr gut, das muss man einfach jetzt mal so sagen. Ich habe jetzt wirklich sehr viel gespielt, klar ist, muss man mal erst in den unteren Ligen spielen. Was dann ein bisschen einfacher ist, aber so kann man den Pro am besten einfach skillen, indem man einfach immer Score-Points bekommt. Der Team-Win ist entscheidend, wirklich für die XP auch der Team-Win. Es reicht nicht nur auf Tore zu schießen, auch der Team-Win ist gut, auch für die anderen Positionen. Wenn das Team gewinnt, gibt es einfach deutlich immer mehr Erfahrungspunkte dazu. Die Wertung ist immer wichtig, je höher die Wertung, desto bessere Bewertung. Score-Points sind natürlich immer gut, beziehungsweise gehalten Elfmeter zu Null bei Keepern. Und ja. Dann gehen wir jetzt einfach mal direkt in die Einstellung rein. Und zwar Stürmer. So, also ich habe jetzt hier 89er. Ich könnte allerdings, wenn ich mit dem Gewicht hoch gehe, auch schon den 90er haben. Der wäre dann hier. Allerdings geht dann so viel an Sachen Beweglichkeit und Beschleunigung flöten. Nur dafür, dass ich dann hier 90 stehen habe, ist es meinen Augen einfach nicht wert. Deswegen würde ich einfach zurückgehen auf die 1,77, das ist für mich die perfekte Größe. Wir gehen mal in die Pro-Leistung direkt rein, dann sehen wir dann ein bisschen besser die Werte. Und zwar hier, also 1,77, 78 Kilo ist jetzt meine perfekte Einstellung. Man kann natürlich mit dem Gewicht noch wieder runtergehen, um ein bisschen mehr Beweglichkeit zu bekommen, aber als Stürmer braucht ihr doch ein klein bisschen Biste einfach mit dabei. Ihr könnt natürlich auch auf 1,82 gehen, das ist genauso eine Option. Das wäre dann der kleine Faktor. Dann müsst ihr allerdings aber auch ein bisschen mit Gewicht hochgehen, damit sich das verhältnismäßig verschiebt. Nicht einfach nur riesig und low Gewicht machen, das geht bei Keeper zum Beispiel gut, aber bei Stürmer nicht. Und ihr seht aber, wenn ihr mit dem Gewicht hier hochgeht, einfach nur schon in den 80er Bereich, verliert ihr 5 Punkte in Beweglichkeit. Kriegt allerdings 5 Stärken hinzu. Wenn ich aber jetzt über 90 gehen wollte, damit ich den 90er bekomme, habe ich nur 77 Beweglichkeit. Macht in meinen Augen als Stürmer keinen Sinn. Man muss einfach gerade durch dieses LB-Tripling die Beweglichkeit von dem Spiel nutzen. Die ist einfach effektiv dazu. Und der Stürmer ist meiner Meinung nach so am besten eingestellt. Wie gesagt, 1,82, 78 Kilo ist vollkommen okay. 1,77 geht genauso gut. Das ist für mich die perfekte Einstellung. So komme ich am besten klar. Er kommt trotzdem bei Kopfbällen gut raus. Ich habe trotzdem 73 Stärke. Das ist trotzdem ein hoher Wert. Klar, die Verteidiger haben deutlich mehr. Es sind aber halt auch Verteidiger. Die haben von Haus aus einen ganz anderen Basiswert, wo ihr als Stürmer gar nicht rankommen könnt. Der Körperbau ist teilweise entscheidend, weil ihr seid jetzt nicht beweglicher, wenn ihr schlank oder höher geht. Aber man merkt deutlich, dass die Hitbox anders ist. Das heißt, die Verteidiger an den Strand klatschen, eure Animationen beim Tripling, bla bla bla. Das ganze gedönst, man merkt das, dass die Hitbox wirklich teilweise manchmal anders sich verhält und dadurch der schlankere Typ ein bisschen beweglicher oder agiler sich manchmal durchzwängt. Das kann natürlich jetzt bloß ein Gefühl sein, beziehungsweise so ein, ja, keine Ahnung, Placebo-Effekt kann man es vielleicht auch nennen, dass das schlankere beweglicher ist, aber ich bin einfach Fan davon, oder man lässt halt einfach wirklich auf normal, das ist ein ausgeglichener Haken, jeder damit klar. Und genau, also wie gesagt, das wäre Stürmer für den Durchschnitt oder für den, ja, für die meisten Spieler, die früher auch so 1,73 gespielt haben, 90 Kilo, das ist ja diese maximale Tempowerteinstellung. Die jetzt 1,73 gespielt haben, für die würde ich wirklich empfehlen, geht auf 1,77 hoch. Ihr habt trotzdem noch viel zu viel Beweglichkeit, also die 1,72 hier, findet die rechnen sich nicht wegen dem einen Punkt. Ihr bekommt hier mehr Springen dazu, ihr bekommt mehr Stärke hinzu, also die 1,77 lohnt sich auf jeden Fall. Für die großen Stürmer, die wirklich jetzt Richtung ja, Mittelstürmer gehen, Anspielstationen spielen, auch die mit Kopfbällen arbeiten, klar, die können ja mit dem Links deutlich hochgehen. Auf 1,87 meine Empfehlung. Ihr seht, wenn jetzt hier höher geht, gehen die Werte gleich mal krass teilweise in den Keller, was Beschleunigung angeht. Kann man sagen, wenn ich es nicht brauche, okay, dann gehe ich noch rauf auf 1,92. Von 1,92 ist aber dann wirklich kein großer Unterschied mehr zu 1,98. Allerdings. Guckt nicht nur auf diesen Wert Beweglichkeit, der bleibt hier gleich, aber alleine 1,92, 1,98, ihr fühlt euch wie eine Tonne, wie ein Buslenker da vorne drin.
Ihr seht einfach in manchen Beweglichkeiten oder wenn ihr den Ball annehmen wollt und euch direkt wegdrehen wollt, dass der Spieler einfach sich deutlich langsamer bewegt, obwohl der Beweglichkeitswert hier in der Einstellung sich eigentlich nicht groß unterscheidet. Aber man merkt es einfach wirklich in-game. Deswegen also 1,87 ist noch für die etwas bullischere Variante, die aber trotzdem immer noch agil ist. Gewicht runtergehen könntet ihr sogar auch machen. Dann habt ihr 88 Beweglichkeit immer noch. Das lässt sich auch noch gut spielen, sogar auch für die normalen Leute, die einfach nur ein bisschen mehr Stärke haben wollen. Aber ich würde mit dem Gewicht dann doch lieber ein bisschen höher gehen, weil ihr 5 Stärkepunkte einfach noch dazu bekommt. Die merkt man dann einfach doch im Verhältnis zu den Verteidigern schon wieder stark. Und genau, gehen wir noch kurz zu den Einstellungen. Also für die Skill Points. Und zwar, was habe ich alles dabei? Also wie ich schon sagte, Ausdauer, brauchen nur die ersten 3. Die anderen sind alle viel zu viel. Ihr habt mehr als genug Ausdauer im Spiel. Stärke, alle mit reinnehmen, ganz, ganz wichtig. Dribbling habe ich alle dabei, weil ich es wirklich benutze auch. Ansonsten den könnt ihr auch weglassen. Es gibt alle 4 Sterne-Tricks, sind wirklich ausreichend für das Gameplay. Die 5 Sterne sind mehr für die Optik und für die, die es bockt. Schießen kommen wir noch zuerst rein, das ist klar. Abschlüsse und Schusskraft, lange Schüsse sollten voll sein. Der schwache Fuß, wer es gern haben möchte, ich bin totaler Fan davon. Es ist nichts Ärgerliches, als wenn man wirklich in einem entscheidenden Ligaspiel ist und dann mit einem schwachen Fuß abschließend den Pfosten trifft oder sogar daneben oder einen Keeper anschießt. Und man vielleicht sagt, okay, der 5. Stern hätte es vielleicht wirklich zum Tor gebracht. Ärgert man sich doppelt, also ich würde es auf jeden Fall mit reinnehmen. Genauso die Volleys alle mit reinnehmen, damit auch hier den schwachen Fuß mitnehmen können oder nutzt den Glitch. Aber die Volleys sind auch sinnvoll hier und die Kopfbälle genauso. Auch in Kontosituationen mit Flanken kommt es dazu, dass ihr einfach mal Kopfbälle benutzen müsst oder Volleys, deswegen die auf jeden Fall alle mitnehmen. Elfmeter zu skillen finde ich sinnlos, ist einfach nur für die Wertung, braucht ihr nicht. Ansonsten habt ihr dann so viele Punkte übrig in meiner Einstellung, dass ihr immer noch alle EV-Werte mitnehmen könnt. Haben wir ja gesagt, EV-Werte wichtig für Pässe, für Flanken und für Schießen. Das heißt, die angeschnittenen Schüsse oder auch Ausrüstschüsse, die ja wirklich als Direktabnahme genommen werden können, ihr habt einfach wirklich eine bessere, wie soll ich sagen, Flugkurve, einen besseren Schuss einfach. Deswegen habt ihr einen EV-Wert drin, ihr habt hier die 2 EV-Werte drin und ihr habt hier den noch ganz unten dabei. Und ihr habt so quasi Pässe dabei, kurze Pässe, lange Pässe, Flanken dabei und die ganzen EV-Werte dabei. Schießen seid ihr komplett voll, was euren Abschluss angeht. Ihr habt ein hohes Dribbling-Wert und der Rest ist körperlich. Sind es 110 maximale Punkte, mehr kommen da auch glaube ich nicht. Sonst hätte ich hier schon lange bekommen. Aber ja, das wäre meine Einstellung. Wir können jetzt mal noch in die Ranking-Liste reingucken, wie die anderen so größtenteils spielen. Aber es wird sich zeigen, dass der Durchschnitt 1,77, 1,82 einfach spielt. 1,80, das ist 1,82. Also im Durchschnitt 1,98 haben wir den Großen dabei. Es gibt einfach Leute, die Bulle spielen. Hier auch einen, aber hier 1,73, den würde ich... Costa kenne ich sogar selber, der würde mit 1,77 genauso gut klarkommen, finde ich sogar einen Ticken besser. Aber man sieht, wo die Tendenz hier einfach hingeht, wenn man die Liste mal lang geht. Es gibt ab und zu groß, aber die meisten mit 1,82, 1,77. Ist einfach wirklich so der Standard. Ja, ich bin leider hier Platz 14 wegen der roten Karte, ansonsten wäre ich schon deutlich höher. Trotz weniger Spieler, aber ich habe einfach wirklich eine sehr gute Statistik, was die Score-Points und Spieler des Tages angeht. Wo jetzt andere wirklich deutlich weniger haben. Aber egal, es ist ja bloß eine Rankingliste, die größtenteils eine Anzahl der Spiele geht. Von daher unerheblich. Und ja, Leute, das wär's gewesen. Wie gesagt, meine perfekte Einstellung nochmal zum Ende, wenn man es jetzt hier nicht sieht, wäre dann die 1,77 mit den 78 Kilo. Das ist einfach mein perfekter Wald für den Stürmer, der beweglich ist, trotzdem noch abdrehen kann, sehr gut im Abschluss ist. Ist aber allgemein jeder Stürmer, der es gut geskillt hat. Und ja, also Leute, danke fürs Reinschauen, Like da lassen, macht's gut, Leute, ciao.